Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Nukleophile Substitution an Kette und Ring. An Vorkenntnissen solltest du wissen, was Alkane, Alkene, Alkine und Benzol sind. Du weißt, was Aromatizität ist und du kennst dich schon aus mit der elektrophilen Substitution am Ring, am Beispiel des Benzols. Im Video möchte ich dir eine kleine Übersicht über die nukleophile Substitution in der organischen Chemie liefern. Der Film besteht aus 7 Abschnitten. Erstens zu den Begriffen. Zweitens gedankliche Vorproben. Drittens Beobachtungen bei Substitutionen an der Kette. Viertens die Erklärung SN1 und SN2. Fünftens SN1 versus SN2. Sechstens, das scheinbar Unmögliche, nukleophile Substitution an Aromaten. Und siebtens, Zusammenfassung. Erstens, zu den Begriffen. Wir haben zu klären, was Substitution, Kette und Ring bedeuten. Die Schülerinnen und Schüler sind ob der mangelnden Begriffsschärfe in der Chemie häufig etwas verwirrt. Substitution ist in der Chemie ein anderer Begriff für Austauschreaktion. Die beiden anderen Begriffe sind etwas diffiziler. Ich nehme das Molekülmodell des Butans. Klar, hier handelt es sich um eine Kette. Beim Benzol haben wir es mit einem Ring zu tun. Unter der Kette wollen wir einen Aliphat verstehen. Der Ring hingegen soll... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com